Willkommen, wir sind in Wizard vs. Gun, ein neues Spiel, bisher nur eine Demo. Geplant ist Veröffentlichung dieses Jahr, also 2023. Wir können ja mal gucken, wie man steuert. Ja, so Standard. Dann gucken wir mal. Oh. Ja, dann spielen wir mal mit. Tutorial. Mal gucken. Listen, and I'll tell you a tale. There they stood, six alone. The hunter, the maker, and the wild swan's home. The young chief. Gate was thrown wide, over inside. Riders drew iron, there was nowhere to hide. Before it was done, our heroes, yes, everyone, they fell and died. So. Intro sah ja schon mal gut aus. Ah, jetzt können wir. War, haben die einen Effekt oder? Der rote ist ja schick. Was? Die Robe können wir behalten. Schuhe auch. Machen wir Stiefel mal passend hier. Buchse. Einer mit Rang dran sieht ja schon cool aus. Mal lassen. Dann machen wir die auch noch rot. Wollen wir mal gucken. Okay. Bild ist bisher super. Ja. Die Kisten können wir kaputt schlagen. Hier ist aufsammeln, okay. Da machen wir gar keinen Schaden, das ist Level 4. Aber wir können ja mal jetzt hier die Kisten kaputt machen und das Holz einsammeln. Das werden wir bestimmt benötigen. Oh, hier gab es zwei. Hintergrund ist so eine Art Tempelanlage oder Portal. Noch schön Holz zum Einsammeln. Nur aufpassen, dass wir jetzt hier nicht runterfallen. Bei den Baum vielleicht auch nochmal gleich bauen. Man mit dem Baum interagieren kann. Also er hat eine Lebensanzeige.
Ja, da gibt es auch Holz, okay. Mal jetzt weitergehen. Hier wird noch eins angezeigt. Mal gucken. Ab geht noch nicht, okay. Die Anzeige, wie viel wir haben. Okay. Hallo Zauberer. Keine Lebensanzeige? Also wir sollen dem Weg folgen in einen Turm. Auf dem Weg dahin werden wir jetzt erstmal aber noch sein. Man weiß ja schließlich nie, immerhin gibt es uns Ressourcen. Und werden die wohl für irgendwas noch gut sein. Sollten wir die ruhig mal einsammeln. Können wir zum Beispiel was anderes bekommen? Vielleicht macht uns das ja auch, gibt uns das Erfahrungspunkte. Heißt, erklärt er uns das mit dem. So, Level 8 alles. Okay. Kommen wir zu dem hin. Ah, okay, da können wir nicht rüber dodgen. Hier sind wir außerhalb seiner Range. Können wir jetzt mal wieder einsammeln. Ah, okay. Wir wurden getroffen. War ja irgendwie klar. Er hat aber viel Leben. Er gibt bestimmt ein paar mehr Holz. Da oben sind scheinbar Nüsse oder Früchte oder so. Aber wir können die linke Maustaste auch gedrückt lassen. Spart natürlich viel Zeit. Oh, nutz. Oh, 4 Holz. Okay. Konsum-Item. Das heilt ja gar nichts. So. Hier liegt einfach Holz rum, das ist ja sehr gut. Mal einfach einsammeln. Da ist wieder. Und also. Sehr weit weg. Open Crafting. Ah, war ja gut, dass wir das Holz gesammelt haben. Und jetzt eine Waffe herstellen. So. Ja. Hält uns bestimmt ein bisschen mehr. Das ist unser Equipment. Hier haben wir jetzt auch, wie viel wir gesammelt haben. Okay. Oh, hier kann man irgendwas anderes noch sammeln. Und wir können verschiedene, also 6 Waffen und 6 Tränke können wir haben. Das ist ja cool. Switch to Gun. Okay. Find the source of Arcana.
Okay, dafür brauchen wir dieses Arcana. Hier ist ein Gitarrenspieler. Sollen wir jetzt schon reloaden? Nur doch erst er schießen. Er lädt automatisch nach, also. Da kommen wir aber nicht hin. We have limited ammo. Ja, ist schon klar. Hallo Zauberer. Können wir denn... Ah, so, okay. Wir müssen ja nicht jetzt hier die ganze Munition verschwenden, wenn wir auch einfach draufschlagen können. Und mal gucken, dass wir irgendwo diese Arcana finden. Aber bestimmt da, wa? The doorway. Gucken, was möchte er von uns? So, jetzt sollen wir zurückgehen und das Tor öffnen. Gucken wir mal, dass wir noch ein paar Blätter sammeln. Am besten heilen wir uns jetzt einmal mit Q. Oh, das heilt über Zeit. Das ist ja sehr schön. Okay. Dann wechseln wir jetzt am besten auf die Waffe. Reparieren das hier. Okay, jetzt sind wir woanders. Better your soul. Explore and learn the basics of power. Okay, das ist jetzt der Turm. Da liegt ein Buch, das ist bestimmt wichtig. Ah, okay. Wir haben dem jetzt eine Seele geben oder unsere Seele. Wie kommen wir zu den Büchern? Wir können nur dodgen. Aber dann... Vorhin kamen wir ja nicht zu dem Gegner rüber. Kann sich hier bestimmt irgendwie einen Weg bauen. Also vorsichtig gehen hier. Haben wir ein Buch bekommen? Oh, wir können auch später Sachen bauen und zum Verbessern. Objekte scannen. Equip die DF. Scannen ein Objekt. Read the first edition. Ah, so ein Eimer nach. So ein Wissensbuch. Welcher Gegenstand wofür ist bestimmt. Können wir. Ah, da kommen wir nicht dran. Das können wir. Okay.
wir hier noch irgendwas scannen? Okay, das ist schon. Hier unten. Okay. Da brauchen wir 5 Metallschrott und ein Manuskript. Wechseln wir mal auf der. Oben scheint man was einsammeln zu können. Hier müssen wir Arcana reintun. Convert. Was macht denn der jetzt? Ah, okay. Der macht aus unseren Items, die wir haben, Arcana. Das lassen wir aber erstmal noch, da wir ja nicht wissen, wie viel Holz wir für was benötigen. Also dieses Arcana können wir dann aufnehmen. Wechseln wir mal auf das Buch. Haben wir nämlich nicht gescannt. Ist das ja genau. So. Hier ist nichts weiter. Boah. Also jetzt leuchtet das die ganze Zeit über unserem Kopf. Jetzt ein da haben wir da fehlt uns müssen wir erstmal weiter erkunden gehen, wenn alles per Hand machen, Munition zu sparen. Hier kommen wir nicht weiter. Ah, okay. Full back time. Da musst du das also rein. The real gears must be returned before time can be rolled back. The world restored its earlier state. In die Zeit zurückdrehen. Kaputt. Ja, aber wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, so. Also wir brauchen noch 2 davon, dann können wir die Zeit zurückdrehen. Wahrscheinlich kommen dann hier neue Wege. Mal hier alles ein bisschen sauber machen. Gucken, ob wir irgendwo anders einen Weg finden. So, hier ist ein Beispiel. Ah, da ist das Manuskript. Aber das können wir nicht einfüllen. Wir müssen warten, bis wir alles haben. Und noch ein Gebäude scannen. Hat der hier unten noch irgendwo was rein? Ich kann leider die Kamera nicht drehen. Schwierig hier jetzt was zu sehen, ohne runterzufallen. Oha, hat geklappt. Hier ist noch ein Manuskript. Okay, dann ist das hier vorne auch ein Manuskript. Das heißt, hier ist noch sowas. Und das hier können wir dann bestimmt scannen. Das machen wir mal. Ja. Extra Arcana für later. Wenn unser Arcana einzahlen, um es wahrscheinlich nicht zu verlieren. Das bei 24 jetzt auch eher egal ist. Können wir das noch einsammeln? Nein, oder? Doch, können wir.
Okay, dann bringen wir das jetzt zurück. Mal hier bloß nicht runterfallen. So, in die Maschine. Kommen wir bestimmt neue Wege. Okay, so Romancer Wheel ist a God Machine jetzt. Full Back Time. Ah, wir können das immer wieder finden. Okay. Ah, okay. Das Imperium. Reset and rebuild the world by walling back time. Wird das wohl unsere Aufgabe sein, die Zeit zurückzudrehen? Ah, cool. Also der stellt dann die Wege wieder her. Finde Hilda. Upgrade the first edition. Der Research Mode. Upgrade the first edition. Das ist doch F. Das ist doch unsere first edition am Buch. Upgraden. Aber hierfür fehlen uns ja noch Sachen. Und wir haben bis jetzt ja nur diesen Weg freigeschaltet hier. Also müssen wir jetzt zurückgehen, scheinbar. Neue Expedition. Ah, okay. Dann wählen wir wohl unsere Sachen lieber mal ein. Also wenn wir jetzt hier rausgehen, starten wir immer eine neue Expedition. Wenn wir sterben, ist halt wieder alles weg aus unserem Inventar. Dann werden wir jetzt unser Arcana wohl lieber einzahlen. So kriegen wir es wieder, ne? Ja. So, dann zahlen wir das lieber ein, ne? Hier ging es nicht weiter. Gehen wir jetzt wieder hoch und zurück und starten so eine Expedition, würde ich sagen. Mal schauen. So. Okay. Das Imperium. Open Map. Wo ist eine Map? Cool, wir haben eine Map. War eine große Karte. Wir können uns auch einen Weg setzen. So. Sollen wir ja die finden. Können wir hier eigentlich was scannen? Wäre ja interessant, ne? Oh, das können wir auch scannen. Und sie steht da oben, war jetzt einfach. Nehmen wir lieber eine Waffe in hier. Besser ist. So, jetzt nicht auf sie schießen. Okay. Hohe Zerstörungskugeln. Oh, da oben. Gegner. Wizards use loading bench to build spells in their guns. You will use it to craft bullets and powders with resource you get. Cooldown 0,5. Baden. So, wir haben noch diese eine Kugel. Und Bullet. Hm.
mal eine Google oder wie? Ben Hilderwiss First Edition. Die Leute scannen. Build the World Builder a Punisher kann. Inventar war I. Fallschrott benötigen wir. Den benötigen wir ja auch in diesem anderen Gebiet. Können wir auch scannen. Aber wie viele von diesen Explosionskugeln haben wir jetzt? Park 1. Loading Bench, ja. Wir haben noch 152 von diesen Kugeln jetzt, oder nicht? Voll. Haben wir jetzt doch automatisch hier die Explosionskugeln, oder nicht? Hier hinter ist irgendwas. Bullets have levels. Upgrade your bullet to research station. Okay. Inventar öffnen. Will er jetzt von mir? Select the World Builder Rezept. Okay. Der geht ja nicht. Brauchen wir doch jetzt erstmal mit Fallschrott. Hier ist schon wieder eine Quest. Gar nichts gemacht. Dann gehen wir mal gucken. Hier war ja ein Gegner. Was ist das? Eine Katze. Wird ja wohl eher kein Metallschrott geben, oder? Ja, da. Vielleicht sollte ich auch ausweichen. Manuskript Metallschrott. So. Inventar. Den Metallschrott. Das reicht ja vorne und hinten nicht. Nein, lass mal die Katze ab. Auf der Karte oben rechts gucken. Oh, hier ist irgendwas zum Einsammeln. Oh, den können wir essen. So. Wir können unsere Sachen upgraden dann noch. Wir brauchen Metallschrott. Das heißt, wir brauchen noch ein paar von diesen Gegnern, die ein Buch als Gesicht haben. Können wir hier irgendwas scannen? Ne, sieht nicht so aus. Dann ein paar Kugeln sparen. Vielleicht gibt das hier ja auch Metallschrott. Ja, sehr gut. Also Manuskripte brauchen wir immer, um Sachen zu bauen und abzugraden. Und in dieser Welt, wenn wir sterben, verlieren wir alles im Inventar. Wenn wir durch das Tor gehen, da sind wir sicher und da können wir dann unsere Sachen auch ablegen. Oh, Metallschrott gab das. Ja, sehr gut. Dann sammeln wir jetzt. Oh, wir können den jetzt bauen. Wir brauchen aber noch 5 Metallschrott, ja, um das andere zu reparieren. Das heißt, wir sammeln erst noch ein bisschen Metallschrott, dass wir uns beide Rezepte leisten können. Und
gucken wir mal, dass wir ein bisschen upgraden und uns diesen Hammer bauen. Was ein Hammer ist, können wir ja damit dann Sachen bestimmt einfacher zerstören. Und verbrauchen ja dann bestimmt auch keine Munition, denke ich. Ist ja ein Hammer. Also. Hier ist auch noch. Also hier liegt gut Metallschrott rum, das ist schon mal gut. Mal während wir schlagen ins Inventar gucken. Hier können wir nicht. Er hört dann auf schlagen. Oh, da kommt einer. Genau, hilf uns beim Zerstören, das wäre sehr schön, danke. Alles einsammeln. Gucken wir ins Inventar. Ach, was kostet der hier? 3 und 5, also fast ja 8. Genau das, was wir benötigen. Können wir den jetzt hier herstellen eigentlich? Oder müssen wir dafür... Oh, wir können den hier herstellen. Das ist ja interessant. Also wir müssen gar nicht zur Werkbank gehen. Kommen wir jetzt an die Früchte hier. Nur dafür den Baum kaputt machen. Hat ja noch Zeit mit den Früchten. Weltbilder. Ach so. Damit können wir Sachen bauen. Im Tower. Und permanent. Also die behalten wir, wenn wir sterben. Sachen, die wir bauen, das war gut. Who's in the Shatter are lost new rollback time. Also wir können Sachen damit nur bauen, dann müssen wir halt weiter auf die Bäume und Metall einschlagen, um Sachen zu sparen. Ja, das wissen wir doch schon hier. Der Zeitmaschine. Baumenü. Ah, da brauchen wir schon wieder... Das Gerät zum Beispiel haben wir ja. Brauchen wir ja nicht nochmal bauen. Das haben wir auch schon. Oh, wir können uns eine Kiste bauen. Das ist ja sehr gut. Hier können wir das Arcana speichern. Und hier Sachen kaputt machen für Arcana. Dann sollten wir uns die Kiste bauen. Dann können wir Sachen aus dem Inventar immer zwischenlagern. Und wenn wir sterben, haben wir es noch. So, dann brauchen wir hier nochmal... Brauchen noch 8 zusätzlich Metall jetzt. Nee, was? Warum? Wieso habe ich es denn ausgewählt? Der wählt automatisch... Ah, so. Nee, echt? Der wählt automatisch eins aus. Wir halt auf die Waffe. Also brauchen wir jetzt noch 8 Metall. Was das denn? Mir ein paar Kugeln. Sparen wir uns jetzt mal ein bisschen Zeit. Armor für High Research Better Spell. Da kann ich jetzt auch nichts für, wenn das. Oh, warte mal. Können wir die verschieben? Aha, cool. Damit bauen wir nur, dann kann ich auch hier hinten hin. Dann fangen wir halt doch weiter drauf ein. Dann stellen wir jetzt die Werkbank her, wenn wir genug Metall haben. Und reparieren das andere. So. 9 reicht nicht. Öl. Sammelt sich ja ganz schön was an schon wieder.
wir brauchen Metallschrott. Oh, hier liegt eine Frucht. Hier ist noch was. Also noch Früchte. Und dann gehen wir zurück durch dieses Portal, reparieren das alles. Dann müssen wir mal sehen, was es dann als Aufgabe gibt und ob wir vielleicht schon bessere Kugeln dann herstellen können. So, alles an Metallschrott mitnehmen. Und es verbraucht wirklich sehr viel Munition, auch nur Level 2 und 3 zu schießen. Müssen wir zusehen, dass wir als erstes irgendwie dann bessere Munition bekommen. Aber wir kriegen auch, so wie es scheint, keine Erfahrungspunkte. Einfach nur Waffen können wir besser machen. Boah, ist jetzt ja auch nicht schlimm. Ob wenn wir den hier haben, müssten wir genug Metall haben. Brauchen wir 5 für den einen und 8 für den anderen, also 13 Stück. Das wollen wir gleich mal schauen. Oh, rechts oben der Tag. Man sieht sogar, wie er vergeht. Also 15. Das reicht. Dann gehen wir jetzt durch das Portal. So. Wir konnten hier oben. Also das hier muss in die Zeitmaschine. So. Das hier muss man reparieren. Ich will mich nicht heilen, aber okay. So, mal ein Blitz. Okay. Ah, jetzt können wir bessere Kugeln machen. Und wir können dieses Buch upgraden. Damit können wir Kreaturen dann scannen. Okay. Fiddlehead Burn. Fahren, fahren. War wohl noch nicht drüber gestolpert. Brennende Kugeln. Oh, die kosten Manuskript. Oh, Verlangsamungskugeln. Giftkugeln. Armkugeln. Ah, damit können wir Kugeln herstellen, damit die Tiere uns folgen und für uns kämpfen. Bullets that ignites, warte, jetzt ist Feuer. Ja, aber können wir nicht die normalen Explosions, also die hier verbessern? Nur eine. So ist ja. Oh. Das hier sieht jetzt aus wie ein Gebäude. Und dann kommt erst wieder eine Kugel und wieder ein Gebäude. Also dafür brauchen wir diese Bücher, die ja hier überall rumliegen. Aber wir sollten ja erst jetzt eine Werkbank bauen. Aber wo stellen wir die hin? Ich glaube, wir machen mal hier ein bisschen weg. So. Unten sind ja auch noch Gegenstände von. Also hier ist wir verbessern. Da ist Zeit zurückgehen, da machen wir Arcana. Der hier oben schon irgendwie gut, ne? Hier unten ist nur das Speicher, die Speichereinheit fürs Arcana. Können wir ja später aber umplatzieren, das wissen wir ja auch. Hier die Demo. Bleibt ab und zu mal ein bisschen stehen. Naja, ist ja nur eine Demo, also. Ist nicht so wild. Und vielleicht hier neben. Also Nummer 6. Dann müssen wir. Und dann den hier. Passt natürlich nicht hin, war ja klar.
Uiuiui, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Warum passt der? Dann kann man das scheinbar auch nicht. Wo stellen wir das jetzt dann hin? Was hier sehen? Wo vielleicht? Okay, damit können wir jetzt einfach die Kugeln herstellen. Heißlich Schaden. Was machen die anderen? Steht das dabei? Steht natürlich nicht dabei. Ja. Dann machen wir jetzt einfach mal die normale Kugel. So, und was ist das jetzt hier? Kohle brauchen wir dafür 10 Stück. Geheimnisse von Feuer können wir lernen. Nee, welche Gebäude? So. Ah, 50 Schaden. Super, brauchen wir Eisenbarren für. Hat jetzt ja mal dann gar nichts gebracht. Irgendwann Eisenbarren her. Fallback Time. Upgrade First Edition. Das geht ja nicht. Müssen wir nochmal rausgehen hier aus dem Tower und ein Fahnen finden. Wird ja irgendwo rumliegen. Das hier geht ja auch noch nicht. Das geht ja doch. Aber müssen wir davon eins auswählen? Nee, ne? Also jetzt hat eine Scheibe gereicht, okay. Yes, collected 0 von 4. Okay. Jetzt. House is now breaking parts the vault. You have limited time until chaos unleashed. Jetzt müssen wir die auch noch. Also müssen wir jetzt. Haben wir jetzt 5 Minuten. Wieder runter. In 5 Minuten Zeit. Um die. Besiegen. Und dann müssen wir auch Bilder finden. So, 5 Minuten Imperium. Was sehen wir die auch irgendwo? Oder. So Bildsnack. Krass, die sehen wir natürlich nicht. Geht wer. Oh. Wir haben keine Zeit, das können wir jetzt mal kurz. Müssen wir die auch noch finden? Hier ist zu Ende. Was ist eine Katze? Nein, greift die uns ja nicht an. Ja, ich finde die gar nicht. Oh, hier ist auch zu Ende. Wir haben 5 Minuten, die zu besiegen, um Arcana zu bekommen und sowas. Aber. Sind die? Oder kommen die erst in 5 Minuten? Snack. Ich
Ein Gegner. Aber wir haben so ein Zeitrad bekommen. Ah, das können wir scannen, wa? Input. Ja, etwas. Ah, nee, Waffe. Ey, jetzt war hier doch eins. Das macht doch keinen Sinn. Reduce Chaos. Also ganz habe ich das jetzt mit diesem Chaos noch nicht verstanden. Da ist eins. Das haben wir benötigt. Hoffentlich kriegen wir später ein größeres Magazin. Oh, hier ist ein Stern. Scannen. Aus. Aus. Bonger. Ja, aber wir finden das Chaos ja nun gar nicht. Wenn die Karte so riesig ist und das Chaos nicht angezeigt wird, wie soll man das denn dann so schnell finden? Da ist Chaos. Da läuft irgendwas. Boah, was ist das? Weg. Hier sind überall diese Sachen zum Aufsammeln. Aber ich dieses Chaos verstehe ich echt nicht. Ah, hier ist wieder ein Chaos. Können wir das Gebäude scannen? Hier können wir nicht. Laufen wir jetzt hier runter, würde ich sagen. Und gucken wir, dass wir wieder... Hier, wir laufen hier nicht runter. Dass wir zurückkommen und irgendwie... Hier ist noch ein Pilz. Den direkt erstmal snacken. Irgendwie noch Chaos finden, aber irgendwie. Bis jetzt. Die Zeit abgelaufen und nun. Was ist das? Besser, wenn wir die töten, die die ausspucken, oder?
so eine Scheiße. Die werden größer oder wie oder was? Oh, wir haben keine Munition mehr, ich gehe kaputt. Ja, super, soll ich da jetzt per Hand draufschlagen? Okay, wir gehen jetzt hops, das ist jetzt eher nicht so gut. Bisschen. Ah, nimm eine Potion. Ha, der ist gut. Kommen wir während diesem Chaos hier raus. Also durch das Portal. Aha, was? Wir brauchen nämlich Munition. Oh, wie war denn das? Da war das nicht. Also. Wieder reinpacken. Auch wenn ich das mit der Zeit nicht alle. So. Jetzt können wir den upgraden. Ein Manuskript. Ah ja, klar. Können wir das andere vielleicht? Ne, können wir nicht. So. Die können wir nicht herstellen, aber die hier. Toll. So, also jetzt könnten wir wieder rausgehen. Und das hier. Und da vielleicht einen Weg gebaut, dass wir an ein Manuskript kommen. Hier hat er keinen Weg. Vorhin, als wir das erste Mal gemacht haben, hat er ja irgendwie einen Weg. Out. Macht man nicht so. Also, wir sollten uns vielleicht jetzt eine Kiste bauen. Hier hinstellen. Mit Nummer 6. Und dann hier und da. Was ist das hier? Ja, daraus können wir aus Ressourcen andere Ressourcen machen. Ah, wir können Metallschrott bestimmt einschmelzen, oder? Aber fehlt gerade. So, viel wichtiger ist das hier. Schön, da hier so eine Kiste. So. Das können wir hier lassen, das. Lassen wir alles hier. Oh, okay. L300. Aber. Auf Q ist doch jetzt gar nichts. Also wird doch gar nichts angezeigt. Ah. Q gedrückt halten. Okay. Gen 2 Kreaturen. Collect Gears. Collect. Okay. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wie das jetzt hier mit diesen funktioniert. Die beiden müssen wir ja noch sammeln, während scheinbar außen dieses die Gegner warten. Müssen wir mal schauen. Und es ist wirklich wichtig, dass wir die Munition nur für die Gegner benutzen und alle anderen Gegenstände per Hand kaputt machen. Hm, hoffe ich, der erste Eindruck hat euch erstmal gefallen von dem Spiel. Scheint ja witzig zu sein und man kann wohl viel machen. Dann sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge. Bis dann.